Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder in der Heimat unterwegs, in Rheinland-Pfalz. Und heute bin ich im Windpark Reichenbach-Stegen, beziehungsweise Jettenbach. Ja, heute ist der 17. August, 9 Uhr morgens, noch relativ früh. Ich bin schon früh auf den Beinen heute. Der Nebel hält sich noch ganz schön tief im Tal, aber hier oben ist es schön sonnig. Jo, hier im Windpark Reichenbach-Stegen gibt es 5 Vestas V80, 2 Megawatt von 2002, erbaut von Juwi, oder der Betreiber ist Juwi. Ja, leider geht überhaupt kein Wind heute. Alle Anlagen stehen. Im Bild könnte man meinen, sie drehen sich. Aber die stehen alle. Ja, warum ich eigentlich heute hier bin, ist liebe Grüße an Bernhard an dieser Stelle, der mir in meinem letzten Video einen Tipp gegeben hat, dass hier eine E138 gebaut wird. Und das wollte ich mir mal anschauen. Und ja, hier steht nämlich der Turm dazu. Ja, ich nehme mal an, Nabenhöhe 132 Meter oder 131 Meter. Das ist nämlich ein ganz normaler Turm. Also jetzt kein neuer Max-Bürgel-Turm wie die 160 Meter, sondern ein ganz normaler Hybridturm. Genau, ja, mehr Details habe ich jetzt leider nicht. Ob es jetzt eine 3,5, 4,2 Megawatt Anlage wird, das wird sich noch zeigen. Genau, also der Bernhard, der mir den Tipp gegeben hat, meinte, dass es hier wohl im September losgeht mit den Bauarbeiten. Der Turm wurde wohl hier gestellt und dann hieß es, dass das Montageteam weiter muss in den Schwarzwald. Da liegt es nahe, dass das entweder Biederbach war oder Hohenlochen, die ich in meinem letzten Video gefilmt habe. Und ja, dann im September, Oktober, vielleicht geht es dann hier weiter. Genau, hier hinten haben wir noch einige andere Windparks. Hier hinten ist ein größerer Windpark mit vielen E101. Das ist der Windpark Rotzelberg. Gibt es auch schon ein Video unter den YouTubern bei für Windkraft. Ja, hier hinten sehe ich, wird auch gerade irgendwas aufgebaut. Interessant. Keine Ahnung, was das ist. Sieht jetzt nicht wie einer Con aus. Ja, wahrscheinlich wär's das. Ja, hier hinten sieht man den Windpark. Bedesbach. Da stehen 5 Vestas-Anlagen, auch brandneu von 2020. 3 V126 und die beiden vorderen hier sind V136. Hier hinten sind auch noch so ein paar Enercon-Anlagen versteckt. Da hinten, das müsste der Windpark Hüffler sein. Und Warnwegen hinten dran. Sieht echt geil aus, wie der Nebel hier noch im Tal hängt. Sehr cool. Das hier ist, glaube ich, Herrschweiler. Da sind die 2 V126. Ja, das finde ich im Sommer immer ein bisschen nervig. Man irgendwo hinfährt und dann stehen alle Anlagen. Aber ja, Herbst ist halt einfach eine geilere Jahreszeit für Windkraft.
ja, Frühjahr oder Herbst. Ja, jetzt sieht man hier nochmal den Turm von vorne. Der ist noch von WEC Magdeburg, mit denen dem Zulieferer arbeitet er konnte nicht mehr zusammen. Die machen da jetzt nur noch keine Ahnung, wer jetzt die Hybridtürme baut. Gut, Max Bögel haben sie jetzt einige für die 160 Meter Anlagen und dann eben die MST-Türme. Aber wer jetzt genau die Hybridtürme für sie produziert, jetzt zum Beispiel hier für die 131 Meter oder weiß nicht, E82 gibt es ja auch. Ist ja auch meistens auf dem Hybridturm. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr das, wer jetzt neuer Turmzulieferer ist, wenn es WEC nicht mehr ist. Hier sieht man den Turm nochmal in voller Größe. Ja, also im Vergleich zu den 160 Meter Türmen wirkt der Turm hier jetzt schon fast klein. Ja, jetzt auch im Vergleich zu E101 mit 135 Meter Nabenhöhe oder E138, die Türme sehen schon wesentlich gewaltiger aus. Naja, aber die haben ja auch ein viel größeres Maschinenhaus obendrauf. Also ich schätze mal, dass das, oder? Was meint ihr? Das Maschinenhaus von der E101 oder E115 gibt es ja auch mit 135 Meter Nabenhöhe. Ist ja wesentlich größer als jetzt von der E138. Ja, vielleicht ist es jetzt auch ein neuer Turm. Da oben sieht's aus, da haben sie glaube ich schon ein kleines Stahlturmteil draufgesetzt. Da ist eine Abdeckung drauf oben. Ja, ich bin mal gespannt, wann es hier losgeht. Laut meinem Informanten September. Im September bin ich auch nochmal da. Dann ist hier hoffentlich schon mehr passiert. Ist ein bisschen spannender. Jo, dann war es das jetzt auch schon hier vom Windpark Jettenbach. Und dann bin ich wahrscheinlich im September nochmal hier. Und vielleicht die Anlage ist schon fertig. Vielleicht kann ich den Aufbau noch beobachten. So, jetzt habe ich doch noch einen Abstecher in den benachbarten Windpark Rotzelberg gemacht. Hier stehen sehr viele E101, 10 Stück, eine V126 und zwei E66 stehen hier auch noch. Da hinten steht eine E66. Und die zweite steht dahinter am Baum versteckt. Jo, hier hat 2014-15 ein größeres Repowering stattgefunden. Da wurden einige alte E66 und E40 repowered durch 8 E101. Zwei E101 stehen hier im benachbarten Ort. Die Vestas V126 ist von diesem Jahr. Die hat jetzt gerade mal die Rotorblätter komplett aus dem Wind gepitcht. Ja, heute ist einfach ein schlechter Tag für die Windkraft. Es geht echt gar kein Wind. Gut, eine E101 dreht sich hier, aber der Rest steht. Ja, E101 ist eine meiner Lieblingsanlagen. Die hier haben auch alle noch eine Nabenhöhe von 149 Metern. Das sind echt fette Teile. Sieht nochmal krasser aus. Ja, und dann zwei E66 gibt es hier noch. 1,8 Megawatt, das sind so die Überbleibsel von vor dem Repowering. Ja, und die Vestas ist hier die einzige. Ja, aber die
Die E101 ist ja auch krass, die wird ja schon gar nicht mehr gebaut. Die Anlagen wurden hier 2015 errichtet und ja, in der Zwischenzeit hat sich einfach so viel getan, ja, dass die E101 gar nicht mehr gebaut wird. Und die ist jetzt auch schon wieder veraltet. Gibt es schon wieder so viele neue Anlagen. Ja, IP3, IP5 ist jetzt halt voll im Trend. Da startet auch wieder eine Anlage. Hier hinten wird auch fleißig gebaut. Da sieht man einen Kran und einen Turm. Was das jetzt genau ist, kann man jetzt nicht erkennen. Ich schätze mal Vestas. Vielleicht ist auch was anderes, keine Ahnung, erkennt man nicht von hier. Hier hinten ist so Rheinhessen. Da stehen auch recht viele Windräder. Ich stehe jetzt hier unter einer E101. Ja, der Projektierer hier war auch wieder Juvi. Wie bei den anderen Windparks, wo ich gerade eben war auch. Das ist so, ja, die haben hier in Rheinland-Pfalz und im Raum Rheinhessen haben die echt viele Projekte. Meter, boah, das ist echt ein richtig fetter Turm. Schon krass. Aber der hat hier auch echt schon, also es sieht aus, als ob da überall schon so kleine Löcher drin wären. Der ist echt ganz schön geflickt überall. Der sieht nicht mehr so gut aus. Da ist teilweise auch schon ein bisschen was abgebröckelt hier. Naja, solange die Anlage, solange die Standsicherheit nicht gefährdet ist. Aha, die dreht sich jetzt auch mal in den Wind. Ich fängt sich gleich an zu drehen. Ja, dann war es auch hier von meinem kleinen Abstecher in den Windpark Rotzelberg. Ja, wer würde gerne mal wiederkommen, wenn es etwas stürmischer ist und die Anlagen sich alle drehen. Genau, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann.